Willkommen zurück zu Pixel Heroes Bite and Magic. Hallo Sam. Hallo. Ich darf weiterspielen. Es geht weiter. Juhu. Mit der Mondharfe, die alles niedermetzelt momentan. Bin ich aber eigentlich ganz freudig drüber, weil Teufelsriff, ja, die geht wahrscheinlich ganz leicht zu sein. Oh, ist das alles? Was sind das denn für Gegner? Tiefgängerkrieger und Tiefgängerpriester. Ja. Dann hauen wir doch mal den Priester. Nice. Wir haben genau die beiden Krieger gesegnet. Natürlich. Nee, alle. Wir haben alle gesegnet. Jesus. ja. Gute Gelegenheit, um unseren Skill zu benutzen und ihn zu töten. Sind beide unversehrt. Ja, okay. Klingentanz. Fump. Bam. Aber das hat nicht gereicht. Tot, aber dem Tode nah. Schieß jetzt aber Mondharfe. Das sollte sie dann eigentlich machen. Kaputt. Erledigen. Down. Down. Verwundet, aber noch am Leben. Ritual der Hydra. Ja, dann hau ihn mit der guten Axt der Liebe. Auf die Schläge, wa? Effektiv. Bam, einer auf die Schnauze. Sowas von tot. Jetzt würde ich aber überlegen, ob wir unserer Dame dann nicht einen Heiltrank geben. Zerbrochener Kyras der Neugier. Heiltränke, 2-1. Wenn du nicht ganz so viel Zeugs. Ja, kriegst du einen. Ich meine, wir könnten es auch heilen, aber... Sicher, sicher. Können wir direkt wegschmeißen. Tschüss. Schlechter Bogen der Liebe. Ist ein bisschen schlecht. Aber... Weiß ich nicht, ist besser als die Armbrust, ne? Ja. Trifft halt nur nicht den ersten. Und ist physisch im Vergleich zu magisch. Ist jetzt die Frage, machen wir das nicht? Weil wir haben hier eigentlich... Wir haben schon die magische Mondharfe, ne? Ja, und er hat... Naja, das Schild ist scheiße. Scheißegal, das benutzen wir eh nicht, wahrscheinlich. Ja, das Schild ist nur, um die Stats ein bisschen zu erhöhen. Nehmen wir das mal. Wir können dann immer noch umwechseln, wenn wir meinen, das ist scheiße. Ja. Go, go! Nächster Raum. Nummer 4. Nicht trödeln und so. Wir bringen den Untergang. Ein grüner Gelee-Würfel. Ich glaube, wir wollen sowieso erst mit den hinteren Reihen snipen, weil da vorne scheint ein Tank zu stehen. Ja, dann... Zeit für Musik. Da spielt irgendwie eine Krabbe bei uns in der Party mit. Setzt grüne Säure ein. Jamal ist jetzt weich. Die halten mega viel aus, die Gordos. Effektiv! Ah, sehr gut. Dadurch ist er aber trotzdem tot. Der Typ vorne bei denen ist mal wieder gesegnet durch unsere Mondharfe. Tja, dann segnen wir mir ihn nochmal, ne? Zack. Und fail! Sehr gut. Enemenemu. Tot bist du, leider! Bam. Effektiv! Ja, also. Regeneration. Worm ist schon sehr sinnvoll in diesem Gebiet. Dann gute Axt der Liebe. Absorbiert. Okay. Anscheinend soll grün bedeuten, nein, du kannst hier keine R reinsetzen. Ja, dann hauen wir mal. Morchel. Ja. Leider immun gegen vergiftet. Aber. Setzt Regen ein. Was mit seinem. Ich hab die Mondharfe gemacht. Aber momentan keine Debuffs mehr davon drauf. 46. Fast alles verursacht, vor allem gesegnet. Ja, und dann morcheln. Pump! Komm schon, stirb! Ist immerhin dem Tode nah. Ja, Jamal kann sie mal zwischendurch heilen. Aber wieder voller HP hoch. Wump! Mit dem wenigen Life, das er momentan hat. Morcheln! Leide! Meine Güte, jetzt stirbt er endlich. Jetzt bin ich wütend! Und Harfe, stirb! Mann, endlich! Belohnung! Ich mach keine Gelee-Würfel. Verfluchte Schriftrolle des Zombie-Bisses mal wieder. Geflickter Mantel der Langeweile. Nützliche Armbrust der Vergiftung. Leider Wasser. Ich wollte sagen, leider Wasser drauf. Er könnte immer noch nützlich sein beim nächsten, ne? Ja. Dann... Ich glaube, sie braucht auch mal ein bisschen Life zwischendurch. Ja, aber nicht alles. Nee, aber ein bisschen. Er auch. Ich finde es gefährlich, wie der momentan rumläuft und dann... Ja, ich würde jetzt erstmal doppelt Life geben, weil er unter 20 Life ist. Das ist mir ein bisschen... Bisschen ja, suspekt. Weil du ihm das Minus-Life-Item gegeben hast. Ja, aber bisher hat er alles überlebt. Das ist wahr. Ja, also das ist nicht so dolle... Ja. Nö. Kann man den schon mal wegschmeißen. Pump. Wird eh nochmal voll. 40 magisch. Ja.
Ne? Können wir mal zum Verkaufen behalten. Okay, go, nächster Raum. Nummer 5 des Dungeons. Ach du Schande. Der Shark, in der Tat. Blau, das. Rot und Grün. Yay. Ja, dann hafisieren wir die doch mal. Blinkete, blink, blink, blink. Weich, dumm. Fail. Ich find's schön, wenn Buffs failen können. Ja, dann snipen wir den da hinten weg. Achso, der ist grün. Elementar, ne? Ja, die sind, der ist grün. Da meine ich gerade, der war auch grün. Ja, Vara. Welcher Elementar war denn jetzt effektiv gegen was? Worms gegen Wasser, also Worms gegen den vorderen. Dann greifen wir den nochmal an. Effektiv! Rote Säure. Was war denn überhaupt gegen Rot? Wasser? Ich schätze mal Wasser, ne? Also Leviathan wird gegen Rot sein. Und gegen Grün war Greif. Zack, zack. Das war schon mal gut. Statuseffekte verursachen Schaden. Das blink, die blink, die blink. In der Hoffnung, roter Würfel ist down. Nein! Der war schon im Tod und nah, ist noch nicht tot. Mann, Mann, Mann. Jetzt hat er noch Regeneration eingesetzt. Ich hoffe, er stirbt trotzdem. Rot. Ja, ist auf der anderen Seite, ja. Also ist neutral. Greift roten Geleewürfel an. Ja, der sollte down sein. Dann müssen wir Kianites gleich mal voll heilen. Er renkt auch hoch. Und Jamal setzt Vita ein. Gute Arbeit, Jamal. Grüner Geleewürfel setzt Säure ein. Tja, dann geht das wieder los gegen den grünen Geleewürfel, wa? Ich töte dich. Regen, sehr gut. Regen heißt kein Schaden bei uns. Zack. Und Fluch, sehr gut. Fail. Haha. Wenn er nicht tot ist, würde ich mit Jamal vielleicht heilen, damit Cletus voll ist. Zeit ja haben. Der macht ja nicht viel Schaden. Und Fail! Ah. Naja, aber nur 5 Schaden, also. Im Endeffekt nicht wirklich was. 32. Down. Sehr gut. Gutes Ergebnis. So soll das aussehen. Großer Zauber des Donnerkeils. Entschuldigung, ich habe jetzt endlich weggeklickt, weil mir ist das immer zu lang. Ja, dann wissen wir wenigstens, was wir kriegen. Wir wissen ja jetzt, wir haben den großen Zauber des Donnerkeils und dann kommt da noch so ein schönes. Zerbrochenes Gewand der Neugier, dann schöner Buchband der Flammen und ein geerdeter Ring der Immunität. Und Stats. Ja. Brauchen wir also eh nicht. Ja, kannst den geerdeten Ring, glaube ich, wegschmeißen. Ja. Tschüss. So, nächster Raum. Yay. Wir rennen hier durch. Ja, haben wir sonst gerade nichts zu tun. Geh in Panik! Ja, dann fangen wir mal mit der Harfe an. Tüdelütüdelütüd. Ah, schön einen gesegnet. Bei einem haben wir mindestens die Verteidigung gesenkt. Sehr wenig passiert. Ja, für die Harfe schon. Damit du auf jeden Fall. Warte, das war der falsche. Aber egal. Ist jetzt so oder so tot. Mieser Seeigel setzt Stacheln ein. Und vergiftet. Ja, nein, ist vergiftet. Musik! Wir brauchen mal negative Statuseffekte auf den Gegnern. Sehr schön. Dieser gesegnet, aber auch verflucht und fällt bei seinem Angriff. Dann setzen wir das hier ein, weil der gerade eh Magie-Def runter hat und ist auf jeden Fall tot. Statuseffekte verursachen Schaden. Dunkles Angebot. Fail. Ach, Kernheit braucht Vollheilung. Jamal, setz wieder ein. Ich liebe mein Team. War nicht ganz voll. Leider. Ja, vor allem, weil sie durch Statuseffekte dann wieder runtergegangen ist. Und du! Ich schlag dir Rand da voll! Elementar effektiv und dann noch in ohne Def hatte der. Nettes Gesuch der Hingabe. Versaute Hexerei der Flammen. Okay. Verfaulter Hut der Immunität. Und Heiltränke. Yay. Aber wir sind, glaube ich, sowieso voll genug geheilt. Ja, sieht sehr gut aus momentan. Was haben wir denn da? Nettes Gesuch der Hingabe. Verursacht 100% durch Berserk. Versautexerei der Flammen. Brauchen wir nicht. Und Immunität gegen Seuche. Brauchen wir auch nicht. Haben wir schon auf einem. Und der ist besser, der Hut. Bin ich mir ziemlich sicher, oder? Wir haben plus 3, ja. Ja, ich wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen. Haben wir vielleicht noch irgendeinen Scheiß, den wir wegtun wollen? Pazifistischer Ring der Brillanz. Ich glaube, den hatten wir vorher. Ja.
feine Kappe der Erdung. Auch schon einmal. Er würde den Namen verbessern können. Lebendiger Talisman des Wohlsinns oder so. Ja, jetzt haben wir 19. Doch, reicht. Auf geht's! Zum nächsten Raum! Go! Raum 7, Raum betreten. Bisher sieht das sehr gut aus. Das sieht jetzt recht einfach aus hier drin, aber unsere Harfe hilft auch viel. Blinkety blinkety blink. Dumm, verflucht, zwei gesegnet, nice. Jetzt bin ich wütend! Hinteren snipen. Effektiv. Aber leider boah, nicht tot. Nicht tot? Okay. Fies. Ineffektiv. War mir jetzt lieber. Hey. Sehr gut. Okay, jetzt können wir erstmal den Priester killen oder so. Ist unversehrt. Na, stimmt. Ja, dann snipe halt den Riesenkalmar weg. Der ist sowieso scheintot. Wahrscheinlich nur 10 AP gehabt. Statuseffekte verursachen Schaden. Dreizack. Blutend. Man nette Gaulscheu. Verflucht. Eisbolzen. Fail. Sehr gut. Der sollte down sein. Effektiv. Sowas von tot. Zu viele Krabben auf dem Kampffeld. Tiefgängerpriester setzt Ritual der Hydra ein und heilt sich damit um lächerliche Werte. Boah. Damn, damn. Und vergiftet. Das funktioniert hier, ich hab's fast vergessen. Ist er tot? Ne. Kannst theoretisch nochmal heilen. Theoretisch kannst Cleaves noch voll heilen, vom Ende des Encounters. Mal gucken, ob's funktioniert. Und... ah. Ist klug. Ja. Der ist sowieso durch den Dot permanent scheintot. Ich schlag dir zu Doubt! Müssen wir dann denken, dass wir das Schwert auch ein bisschen häufiger einsetzen, weil dann der Dot macht ordentlich was aus. Anregender Talisman der Hoffnung. Feiner Hut der Erdung. Heiltränke, wenn der Dot dann richtig funktioniert, ja. Ihr Schwert hat ja eine sehr hohe Chance, wenn ich mich recht erinnere. 100%. Ja, gut. Dex und Faith, das ist scheiße. Das ist 7. Ja, Bossfight oder nicht Bossfight? Bossfight, auf geht's. Raum betreten im Teufelsriff, wo wir relativ schnell durchbrechen. Was ist das? Warum seid ihr hergekommen? Ist es reine Neugier oder seht ihr den Tod herbei? Der Ozean wird eure Kadaver fortspülen. Die isst du nicht auf? So wie alles. Ja, schöne Zähne. Ja, gut, dann wir sollten das Schwert benutzen, habe ich gehört. Meucheln wir den erstmal. Ja! Ah, oh, ist immun gegen krank und vergiftet. Harte Schale. Ist jetzt erstmal hart. Dann kriegst du das hier ab. Die Segnung. Hör die Musik an. Also hat auf jeden Fall Magie-Death down, also magische Attacken wären jetzt gut. Zeit für eine physische Attacke. Ja, wir haben leider nichts. Das ist schon gut. Ich weiß. Wir haben nur das und ich glaube nicht, dass ja, das dann, was bringt. Oder? Dann Wurm ihn mal. Schmerz und Blut! Effektiv, 14! Nice, doch so viel. Leck mir am Arsch! Genau. Sehe ich auch so. Holen wir ihn mal direkt wieder raus. Zurückholen. Gigantische Klaue! Ich hab gut, ne? Klingtanz. Oh, das klingt gut. Physisch war das nicht so mit. Ineffektiv. Gott verdomme! Komm. Oh müssen Gott. Wir auch mal einsetzen. Verteidigung runter und dann noch Rage hinterher. Ineffektiv 3. Dann. Ja, dann schlagen wir ihn mal. Schlagen wir ihn hier mit. Echt? Jetzt ist nicht mit Cletus angegriffen, das war Enrage. Achso, er Cletus kann noch gar nicht. Er kann nicht. Jetzt muss heilen. Zum Raumkraut. Mit mehr Leben. Schön, mal wieder Deutsch. Oh, Hochdeutsch. Schlägerei. Schlag ihn. 63 und er blutet. Sehr gut, er ist anfällig gegen Bluten. Jetzt bin ich wütend! So, jetzt haben wir endlich mal einen Dot auf ihm, der ordentlich was macht. Mit Kern erteilen. Ach, dich vor. Fast unbesiegbar. Der Dot macht jetzt die Arbeit für uns. Leck mir am Arsch. So soll das sein. Vitus, hau rein. Wobei er hat gar nicht mehr Enrage. Naja. Effektiv, 44. Und Dot. Jetzt braucht Vitus eine Vollheilung. Vollheilung ist halt eh nicht, weil die so viele AP hat.
kommt aber recht nah dran. Das ist auf jeden Fall viel. Das funktionierte nicht. Und das macht wenig Schaden. Also. Das, der war gerade in der psychischen in der Verteidigung. Stimmt, der hat zur Verteidigung geholt. Wenn irgendwie davon ausgehen, dass es mehr so 50% Verteidigung plus sind, aber es scheint deutlich mehr zu sein, mehr so 75%. 44% effektiv, sehr gut. Ineffektiv, ja. Dann lassen wir die Klingen tanzen. Stirb, Boss! Er blutet nicht mehr. Wir sollten ihn wieder bluten lassen. Wer war das nochmal, der Bluten verursacht hat? Petrus war das. Achso, mit seiner Schlägerei, ne? Ja. Aber die ist noch nicht dran. Cooldown eine Runde. Dann. Zack, zack, 50 Schaden mit Kia Knights. Ja, dann lass ihn bluten. Kia Knight braucht gleich Heilung. Blutet wieder, sehr gut. 5 Schaden, was ist das denn? Lächerlich. Ja, okay, dringend Schaden. Heilen, dringend heilen. Schau mal. Unsere DD-Dame hier. Eine dringende Notwendigkeit. Kremkönig setzt Kleifzange ein. Okay. Ja. Schlechter Bogen, auf ihn. 57, effektiv. Statuseffekte versuchen wir mal einen Schaden. Das ist bestimmt prozentualer Schaden, wenn Blut. Ja. Wenn du blutest. Deswegen hat das am Anfang so viel gemacht und jetzt so wenig. Ja, weil der Death Down hatte. Hast du nicht immer die Chance. Kannst du mit Cletus wieder enragen? Das heilt ihn noch ein bisschen. Leide! Ach, das reicht, das ist gut. Dann. Enragen wir noch hinterher und dann hoffe ich mal, dass Cletus gleich viel Schaden macht. Noch einen drauf. Schmerz und Blut! Und das war's. Nice, dann. Ja. Die Krabbe ist tot! Lang lebe die Party! Dun, dun, dun. Dun, nice. Ja. Erfolgfrei gespielt! Riesna! Besiege den Boss des Teufels. Yeah! Belohnung! Plus nicht viel, aber egal. Feuerbann! Okay, gesplitterter Mantel des Wassers. Und ein Heiltrank. Aber jetzt nicht so viel Ausbeute was. Ich hoffe mal, das Buch da war gut, die Armbrust war gut. Feuerbahn, das ist jetzt nicht so geil, ne? 63. Bei 63 Vergiftung magisch. Natürlich, ne? Und Wasserschaden, wenn wir jetzt natürlich. Ja, wenn wir in ein Wassergebiet reingehen, dann ist das nicht schlecht. Also in Wasser. Ja, das Problem ist natürlich, dass sie keinen Int hat, dann wird das noch ein bisschen mehr bringen. Mhm. Aber ein Bogen hat einfach mit 105 Dings hat einfach mehr Chancen, ne? Ja, deutlich. Ja gut, dann der Mantel kann aber weg, der ist Müll. Das Wasserabwehr. Ja, hat er auch schon. Wir sind ja auch in einem Wassergebiet, was mache ich denn? Was denke ich denn? 54 und Berserk, nicht wirklich dolle. Nope. Und das war's. Gut. Ja, das war ein recht langer Bosskampf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn wir zum nächsten Dungeon aufbrechen werden. Ja. Bis dahin. Bis dahin. See ya. Ciao.